Es gibt Themen, über die sprechen Menschen einfach nicht gerne. Dazu gehören der Tod und die Bestattung. Doch wenn ein geliebter Angehöriger stirbt, bleiben deshalb meist viele Fragen offen. Für welche Urne hätte sich der Verstorbene entschieden? Und wollte er überhaupt eine Feuerbestattung oder wäre ihm eine Erdbestattung lieber gewesen? Die Familie dieses Verstorbenen wusste genau, wie der Vater beerdigt werden wollte. Eine Feuerbestattung und eine Beisetzung im engsten Familienkreis waren Teil seines letzten Wunsches. Frau Kirchhöbels Angehörige müssen sich über solche Details keine Gedanken mehr machen. Denn die 81-Jährige hat sich bereits intensiv mit ihrem Ableben beschäftigt. Ich habe von dort keine Angst. Ja, warum? Wir müssen alle mal sterben. Bloß die meisten tun sich damit nicht befassen. Als vor 10 Jahren ihr Mann Gottfried beigesetzt wurde, wollte sie auch sich absichern. Deshalb entschied sie sich, eine sogenannte Bestattungsvorsorge abzuschließen. All ihre Wünsche hat sie in diesem Vertrag festgehalten. Einen billigen Sarg, auch die Innenausstattung preiswert. Dann, wie gesagt, keine Kapelle, nicht gar nicht, keine Musik, sondern nur die Urne in Ruhe. Und ich habe auch schon zu Hause liegen in den Papieren mein letzter Wille, denn ich möchte zu meinem Mann ins Grab. Ihre Urne hat sie auch schon gewählt. Eingraviert werden später nur noch der Schriftzug Unvergessen und ihr Name. Wer es etwas individueller mag, kann sich auch selber eine Urne gestalten. Ganz nach den eigenen Vorlieben. Wann und wie das Leben endet, weiß jedoch niemand. Natürlich kann man seine Wünsche auch schriftlich hinterlegen. Doch im Trauerfall nimmt eine zu Lebzeiten abgeschlossene Bestattungsvorsorge den Hinterbliebenen eine große Last ab. Denn viel Zeit zum Nachdenken bleibt den Verwandten nach der Abholung des Verstorbenen nicht. Es bleiben maximal 8 Werktage laut Bestattungsgesetz, die Angehörigen Zeit haben, ihre Bestattungsform zu wählen für ihren Verstorbenen. Und leider ist es oft so, dass im Vorfeld nicht geklärt wurde, welcher Bestattungsort durchgeführt werden soll. All diese schwierigen Fragen bleiben den Angehörigen in ihrer Trauer dann erspart. Und auch die Finanzierung wurde bereits vom Verstorbenen geregelt. Es sind Ratenzahlungen möglich. Man kann die ganze, komplette Bestattung im Vorfeld finanzieren, beziehungsweise ist es auch möglich, Versicherungen abzutreten an uns. Die Hinterbliebenen müssen sich nach dem Tod des Angehörigen nur noch an das Bestattungsinstitut wenden. Wenn die Bestattungsvorsorge im Vorfeld abgeschlossen wurde, liegen ja alle Unterlagen erst einmal bereit. Aber im Notfall, beziehungsweise wenn der Fall X eingetreten ist, sollte doch im Original der Personalausweis mit vorliegen. Im Original das Stammbuch, sprich Geburtsurkunde, Heiratsurkunde. Je nachdem, wie die Familienzustände waren, eventuell das Scheidungsurteil, Rentenbescheid, die Nummer und der Schwerbehindertenausweis. Sind alle Unterlagen vollständig, kann der Bestatter sämtliche Behördengänge erledigen und den letzten Wunsch des Verstorbenen erfüllen.